zurück zu Let's Play Need for Speed Heat und wir machen heute weiter mit unserer Karriere. Ach, das heißt Karriere, mehr oder weniger, ich weiß nicht, was ich meine. Und wir fahren heute mal wieder ein bisschen in der Nacht und zwar. Wo habe ich denn Bock drauf gerade? Fahren wir hier dieses Carsten Extreme. Hier ist ein Sprintrennen, bringen uns 15.000 Erfahrungspunkte. Wir müssen ja eh wieder leveln. Und wir nehmen jetzt einfach ein bisschen was mit. So, Garage aufsuchen, wir müssen wieder in die Nacht. Hey, ich hoffe die. So. Ja, Carsten Extreme. So, ab aus der Garage und dann rauf auf die Strecke. Weil wir, um neue Level zu bekommen, brauchen wir neue Events. Ja, um neue Events zu bekommen, müssen wir neue Level. So ist es eigentlich richtig. Hey, falls du weiterhin Interesse an dem Fahrwerkskit hast, wartet eine letzte Strecke auf dich. Sie liegt in den Hügeln. Ich sag dir dann wo. Okay, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich mache nur kleine Abstecher kurz, weil hier noch was ist. Und zwar ein Painting. Und zwar ist das hier hinter. Starten wir mal das Rennen. Ich glaube, ich habe mich erinnert, das haben wir vor einigen Folgen mal gemacht. Gut, also Carsten Extreme, das ist unsere Aufgabe heute. Ich habe das Gefühl, dass sie mich gerade ein bisschen faxen wollen. Oh, Alter. Gut, dann räumen wir das Feld dann von hinten auf. Ganz einfach. Alter, jetzt ist aber gerade auch mal gut und so wirklich mich vorne wegsitzen konnte ich bisher nicht. So, jetzt war das erste Mal vorne.
So, 500 Meter noch. Kann immer noch das Rundkursrennen hier direkt mit, wenn wir schon mal an der Ecke sind. Ach, das Rennen ist es. Das habe ich auch schon zweimal in meiner Karriere gewonnen. Aber wir müssen, wie gesagt, aber dann müssen wir halt doppelte Rennen fahren, um halt ein bisschen zu leveln, weil wir brauchen neue Events. Boah, ich bin ganz leicht nur in die Karre da reingerutscht. Natürlich. Die Karre dreht sich weg. Solange wir uns den Kopf nicht ärgern und trotzdem unser Level ein bisschen weiter steigt, ist es doch okay. Letzte Runde. Boah, dieses ewige Rumgestehe nervt. Okay, dann läuten wir die Nacht mal ein. Ich nehme gerade die Verfolgung eines auffälligen Fahrzeugs auf. Also trommelt die Crew zusammen und schickt sie zu mir. Primäreinheit. Ich warte auf Marke und Modell des Zielfahrzeugs. Die Zielperson fährt einen Lamborghini Huracan. Aktive Verfolgung gemeldet. Ich will, dass die Zielperson aus dem Verkehr gezogen wird. So, wir nehmen auf jeden Fall mal die Punkte mit. Wir sind nämlich Stufe 3. So nah an der Spitze müssen wir clever fahren. Zieh dein Ding weiter durch. Siebenundsechzigtausenddreihundertzwanzig.
Level 37 sind wir mittlerweile schon. Komm rein und ignorier den Geruch. Das hier war Lukas Teenager-Bude. Okay, das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Dann geht's mal wieder ein bisschen weiter mit der Story. Und ja, bis dahin und tschüss.